Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Anno 1800 mit mir zu dem Z, mit dabei ist Marcel. Willkommen zurück. Also quasi ein Projekt von Marcel und Marcel. Das ist nicht weird. Kannst du dich noch an die legendäre Runde erinnern, wo wir mit vier Marcells CS gespielt haben? Und irgendwie ein, wie hieß der andere? Und bei den anderen kam die Freundin rein, wo ich dachte, das wäre die Mutter und dann musste er ausmachen. Ja, an die Story erinnere ich mich noch. Und du dachtest erst, der wäre irgendwie 15 oder so, oder? Ja, ja. Aber ein gestandener Mann. Das Lager ist voll. Ja, sehr gestanden. Sehr wenn seine Freundin kam. Ja. Also Lehm ist bei mir das Problem aktuell noch. Was relativ blöd ist, weil ich habe direkt ein Lehmvorkommen hier. Dann bauen wir das doch mal aus. So. Je mehr, desto besser. Die produzieren Lehm. Und was mache ich dann nochmal damit? Wo ist denn hier die... Da. Kommt hier eine Ziegelei hin. Dann hat sich das Ganze. Ach so, jetzt kann man ja wieder STRG Q drücken und kann gucken, wie viel Lehm man produziert, ne? Versorgung ist bei 0. Ach so, hier, Produktion. Ah, geil, du kannst auch auf die Gebäude dann draufdrücken, wusstest du das? Auf diese Produktion draufdrücken und dann wird dir angezeigt, was du noch brauchst. Bringen Sie die Menschen hin. Also STRG Q, dann kannst du auf Produktion drücken und dann kannst du auf das Gebäude klicken und dann zeigt er dir das, wenn das zum Beispiel nicht effizient ist oder so. Okay. Kein Lagerhaus in der Nähe, habt ihr alle Lack gesoffen oder so? Zuckerrohrplantagen brauche ich auf jeden Fall und mehr Schiffe brauche ich hier drüben. Die habe ich auch mal gebaut, aber ich war mir nicht so ganz sicher, ob wie viel ich davon brauche. Es ist irgendwie alles ein bisschen anders als mit den ganzen anderen Gütern, die man so kannte. Ja, es ist ein bisschen anders. Akura Mangos. So, das ist doch ganz gut. Wie viel produziert der denn? Der macht vier Lehm. Nee, das ist das Lager. Lehm. Wir brauchen noch mehr Rohstoffe. So, gut, hier fährt er ja schon los, ne? Das heißt, davon können wir ja rein theoretisch sogar noch eine zweite bauen. Zack. Ja, finde ich gut. Oh, da haben wir einen Stern. Ich habe eine Revolutionärin. Könnten Sie uns noch einmal den. Der Dschungeljunge. Der Junge hält sich in der Nähe eines Minenplatzes auf. Begleitet wird er von einem Panther und einem Bären. Ach lol, ich habe gerade hier ein Easter Egg, Marcel. Was denn? Hier, das Dschungelbuch. Ich muss einen Jungen finden, der mit einem Panther und einem Bären in der Nähe eines Minenplatzes umherreist. Ach krass. Ist das nicht ein Dschungelbuch? Doch, ist auch ein Dschungelbuch auch so, oder? Ich weiß es gar nicht. Suchen wir doch mal den Jungen in der Nähe eines Minenplatzes. Stimmt, ich brauche mehr Kleidungsprodukte. Boah, krass, hier läuft ein Krokodil einfach durch den Dschungel. Krass, wie viel kleine Sachen man so sieht, wenn man mal so drauf achtet. Die Welt ist ja übel gut gemacht. Ja. Wenn ich eine Mine wäre, wo wäre ich? Jawohl, wir haben übrigens eben gerade nochmal zusammen herausgefunden, dass die Weltoptionen, die ich damals genommen habe, nicht so die ganz optimalsten waren. Das ruhte aber darauf, dass ich, das ist einfach keine Ahnung. Genau. Kommen Sie davon ins Grab. La Fortune möchte, dass sie sich von ihm fernhalten. Ja, bei mir auch gerade. Ja, weil du zu dem hinfährst. Lenk den mal schnell weg. Wo fahre ich denn zu ihm? Der schießt schon auf dich. Oben, Norden. Ich muss dahin. Ja, wenn du jetzt Krieg mit dem anfängst, war's das für uns in der Welt hier, ne? Will ich ja nicht. Ich muss Treibgut bergen. Oh, ich greife ihn an. Ja. Ist vielleicht nicht. Ich fahr doch weg. Ich fahr doch weg. Ah, wir wissen aber dafür, wo deine Basis ist. Ja, im Norden. Das stimmt, ja. Ich fahr schon weg, der schießt immer noch auf mich, der Pisser. Gute Nacht. Oh, gute Nacht. Ja, der kennt da keinen Spaß. Ja, mein Schiff ist auch langsamer geworden, ich kann nichts mehr machen. Der Junge hält sich in der Nähe eines Minenplatzes auf. Ich bin jetzt weg und ich musste halt Treibgut sammeln und es war nicht meine Absicht, da hinzufahren.
kurz mal die Allianz aufbrechen, bevor ich Krieg mit dem anfange. Nein, Quatsch. Ach, den kriegen wir auch zerstört, wenn wir alle unsere Fregatten da gleich ja, rüberschicken. Ja, aber wenn Fleck. Der vorher Krieg mit uns anfängt, dann hat sich das relativ schnell erledigt. Passiert nicht. Ich wollte nur ein bisschen Treibgut sammeln. Wie schwierig kann das denn jetzt sein, hier so ein Jungen auf so einem scheiß Panther zu finden? Also es gibt ja nicht viele Minen hier, ne? So, die hier gibt's noch. Wenn der halt im Wald rumläuft, ja gut. Dann ist halt GG, wie soll ich das sehen? Hält sich in der Nähe einer Mine auf. So, Zuckerrohr. Das hier ist die einzige Mine, die ich habe. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Die Aufgabe kann ich nicht machen. Vielleicht tauchen die ja nochmal auf zwischendurch, aber... Hey, da stand doch wirklich Mine, oder? Eines Minenplatzes auf. Wie stehen wir eigentlich jetzt mit dem? Oh, fuck. Oh, im Krieg. Sind wir jetzt im Krieg mit dem? Ja, also mein Militär ist trotzdem einfach besser als seins. Um 2 Punkte. Ich schmeiche mich mal ein bei ihm. Oh, er ist sauer. Oh, Digga. Ich habe ihm ja noch nichts getan, ne? Ich wollte mich einschleimen, aber er ist sauer jetzt. Ich sollte den Kavalier vom... Ich wollte nur Treibgut sammeln, ne? Weil die Alte das von mir wollte. Dann kam ich an seinem Gebiet halt vorbei. Woher soll ich wissen, dass er da ist? Die Karte hat es nicht hergegeben. Ja, das stimmt wohl. Oh nein. Nein, 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 nein. Fahr nicht so. Das macht die Sache natürlich jetzt trotzdem nicht einfacher, ne? Schon wieder schießt er auf mich, der Pisser. Ich fahr doch weg. Oh je, ihr werdet keine Freunde. Ja, ich will jetzt diese Alten da fahren, aber naja. Was habe ich denn gesagt, wofür brauchte ich denn jetzt eben gerade Ziegelsteine? Kannst du dich noch dran erinnern? Nee. Ich schick noch ein Boot rüber. Um die Dinger hier auszubauen, genau. Und Bretter habe ich auch nicht. Der Überfahrt zurückgekehrt. Neue Ziele? Ey, mein Dorffest ist zu Ende. Scheiße, ich mach Minus. Hab ich noch Gäste? Ja, hab ich. Es kommen immer noch Leute, um meine Stadt zu besuchen. So, du fährst nach... Nun, statt zu verhandeln... Nicht schon wieder unter Beschuss, was ist da los? Drohung, Kriegserklärung, wenn ich's nicht mach. Ich muss ihm 70.000 geben, damit er es nicht macht. Was denn? Also, der Typ bietet mir gerade an, also er droht uns mit einer Kriegserklärung, außer wir blechen ihm 70.000. Ich gebe ihm gar nichts. Also ablehnen. Ja, auf jeden Fall. Alles oder nicht. Fuck! Er greift mich an, obwohl ich schon abhaue. Ja, weil wir jetzt Krieg mit dem haben. Ja, zu mir sagt er 50.000, ich sag nein, verpiss dich. Ja, der handelt mich jetzt. Ah, Marcel. Neue Befehle. Ja, ich steht auch, du befindest dich im Krieg mit ihm. So freundlich. Oh, ich glaube, meine Schiffe zerstört werden, bevor ich... Ja, er zerstört meine Fregatte. Gute Nacht.
Ja gut, ich schicke gerade alles, was ich habe, rüber. Stimmt, wir können eigentlich alle Schiffe rüberschicken, ne? Ja, wir haben ja jetzt erst... Ich habe aber vorhin gelesen, dass Piraten wiederkommen können. So. Das habe ich vorhin tatsächlich gelesen. Wenn ich jetzt gleich belagert werde wegen dir. Nein, ich schicke auch ein paar Schiffe jetzt rüber. Keine Sorge. Etwas für alle Jahre. Ach, der will das so, der Pisser, ey. Shit, ey, der kommt hier schon ran. Was hab ich denn überhaupt für ein Boot hier gerade? Ich hab kein Boot in meiner Nähe. Ich hab kein Boot. Keins. In der neuen Welt? Ja. Ja gut, ich schicke da gerade alle hin. Ja, ich auch. Also fast alle. Das dauert halt. Shit. Keine Sorge, wir haben das unter Kontrolle. Ja, solange du das sagst. Was habe ich da als Fracht überhaupt drinne? Schiffbrüchige. Ich habe ein Item, Schiffbrüchige. Oh. Was eine denn? Krake. Das Unwetter verzieht sich und erhüllt fast dicke Tentakel, so lang wie 10 Männer, die sich durch das Wasser tasten. Die Kreatur aus den Legenden bewegt sich mit vollem Tempo auf das Schiff zu. Töten? Ja, stark. Oder fahren? Ich würde fahren, ne? So schnell ich kann. Das wächst hier nicht. Wie, das wächst hier nicht? Ich kann kein Mais bei mir anbauen. Das ist beides ein Glücksspiel. Jagen oder da vorn fahren. Der Wind ist für ein solches Manöver perfekt. Die Navigatoren und Seeleute flitzen auf ihre Posten, bringen Schiff und Sturm in Einklang und werden eins mit den Elementen. Ja, Mann. Das klingt fast wie der Avatar. Nichts passiert. Hast du aber sehr viel Glück gehabt. Ja, da stand auch irgendwas mit Sturm oder so. Wo sind denn die ganzen Schiffe hin? Ach, da steht noch eins. Welt. Och, der greift mich an, der Pisser. Ah, nein. Ja, wie gesagt, was hast du erwartet? Der patrouilliert jetzt in der Nähe von mir. Warte mal, ich habe nur eine Brettermanufaktur. Fregatte, geil. Ich habe sein Schiff zerstört übrigens. Auf 75, echt? Boah, jetzt ist er richtig pissig, was der. Na, ein Schiff habe ich jetzt zerstört. Ich habe noch eine Quest zu erledigen, die muss ich auch gleich erledigen. Oh je, der ist sauer. Wie viel Respekt hast du bei ihm? Ja, jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr. Wir sind zusammen in einer... Dingens-Allianz, ne? Vergiss das nicht. Ja und? Diplomatie. 24 ist mein Ruf bei ihm. Also noch mag er mich so ein bisschen. Wir gucken jetzt nochmal einmal kurz die ganzen Minenplätze ab. Ich habe das Gefühl, dass wir den Panther kriegen, wenn ich die Aufgabe hier löse. Hier höre ich doch. Hab's doch gerade gehört. Welches Schiff wird jetzt angegriffen? Alter, der verfolgt mich. Der ist hier in meiner Nähe. Oh Mann, der fährt mir jetzt hinterher. Okay, also der Meme-Platz hier ist es nicht, weil hier war ja kein Kind.
Die Lehmgrube hier war es auch nicht. Kein Bär, kein Kind, kein gar nichts. Hier. War es auch nicht. Ich glaube, das ist eine ziemlich wichtige Quest, ey. Was habe ich hier gerade gehört? Das war doch kein Esel. Schwierig. Hier sind nur Alligatoren. Schiff vom Stapel gelaufen. Ja. Gut, dann werde ich es nicht finden. Alles versucht. Wir versenken nie ein Schiff, das wir besitzen könnten. Gut, das fies ist. Achso, bauen wir jetzt nach rechts oder nach links weiter? Warenladen. Waren entladen, annehmen. Oh, ein Schiff zugewiesen. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Ist da jetzt los? Koboldhai. Achso, warte mal ganz kurz. Der Idiot ist zurück. Oh, gütiger, ich hab sie für den Fotografen gehalten. Oh, Propagandaknappheit. Zufriedenheit 10. Das fände ich gut. Ich meine, sicher, war das Abfahrt, jetzt hau das Ding da so raus. Politur. Wer kann es schon sagen? Messen wir mal die Dicke des Schiffes, des Eises. Oh, oder? Ach, kurz mal hier die Dampfe nachfüllen, ja, das ist on the go. Der Pitstop sozusagen. So. Alle paar Schritte wird eine neue Messung vorgenommen. Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, denn die Ergebnisse variieren kaum. Sie erreichen ohne Zwischenfälle das verlassene Gebäude. Sehr gut. So. Wir heben mal die Moral. Aber wohin denn? Das hier ran. Jetzt müssen wir die ganzen Gebäude hier rüberholen. Genug Anbaufläche verfügbar. Ja, dann zerstören wir dich. So, die Lehmgrube muss da bleiben. Genauso wie das. Ne, beziehungsweise wir können ja dann diese hier benutzen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, zu viele Transporter. Digga, der greift ja schon wieder ein Schiff von mir an. Du hast ihn halt das kann doch nicht sein. Du hast ihn halt einfach sauer gemacht, den Jungen. Ja, der patrouilliert auch hier zwischen meinen zwei Inseln.
Wie gesagt, das war vielleicht nicht so super klug. Ist mir egal, ich gleich kommen meine anderen Schiffe, dann ist er weg. Willst da ist er schon. Wollen wir den echt der hopsen? Ist schon da. Nee, aber ich will, dass hier alles ohne Probleme läuft, deswegen. Ja gut, das kann ich verstehen. So, deswegen habe ich jetzt ein Patrouillenboot. So ein Geleitboot, der mein Handelsboot schützt. Okay, ja. Das heißt, zwei Boote fahren. Volles Lager. Fuck. Was ist volles Lager denn? Boah, wie kriege ich denn das jetzt noch umgebaut hier, dass das wieder gut aussieht? Eins müsste noch. Warum mache ich minus 2000 gerade? Du haushaltest irgendwie extrem schlecht im Moment, ne? Keine Ahnung, das wackelt die ganze Zeit. Gerade hatte ich noch plus 100, plus 1000 und jetzt geht's auf einmal runter. Die Parasiten müssen aus dem Sumpfschlamm stammen, den sie. Und die Schnellfahrer und ihre Mannschaft. Hast du Parasiten? Wow. Ja, meine Leute haben irgendwie wieder eine Krankheit. Stark. So. So gefällt mir das besser. Warum mache ich Minus? Gut, egal, das ist was für wann anders. So, Tortillas, da haben wir doch angesetzt eben gerade, ne? Genau, wir müssen Mais zukaufen. Dieser Parasit ist ein 2 Meter langer Bandwurm. Boah. Ja, meine Moral ist auch direkt um 20% gesunken. Ein 30 Zentimeter langer Bandwurm. Ja, 2 Meter im Bauch. Boah. Naja. Oh, meine ganzen Schiffe kommen gerade an. Da wird er nix machen können. Der stimmt, Pisser. Meine sind auch da. Ja, komm. Dann zeigen wir ihm halt mal, wie das funktioniert, ne? Schicken wir mal die ganze Flotte da eben rüber. Sollen wir den schon bumsen, ist die Frage? Nee, noch nicht. Ich weiß halt gar nicht, wie stark der ist, ne? Aber der hat halt eine gute Insellage. Ups, so. Oh, warte mal, wir sind aber auch schon in der nächsten Folge. Crazy, oh. Oder? Wie schnell das geht? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.